Toronto ist mit 2,6 Millionen Einwohnern die größte Stadt Kanadas und die Hauptstadt der Provinz Ontario. Sie liegt im Golden Horseshoe, goldenes Hufeisen, einer Region mit 8,1 Millionen Einwohnern, die sich halbkreisförmig um das westliche Ende des Ontariosees bis zu den Niagarafällen erstreckt. Rund ein Drittel der Bevölkerungszunahme des ganzen Landes lebte in den letzten Jahren in diesem Großraum. Die Einwohnerzahl der Metropolregion stieg von 4,1 Millionen im Jahr 1992 auf 5,6 Millionen im Jahr 2011. Die Greater Toronto Area hatte 2010 über 6,2 Millionen Einwohner. Die Stadt liegt am nordwestlichen Ufer des Ontariosees. Dem mit 18.960 Quadratkilometer Fläche kleinsten der fünf großen Seen. Durch die Eingemeindung einer Reihe von Vorstädten, die bereits mit Toronto verschmolzen waren, wie Etobicoke, Scarborough, York, East York und North York, wurde Toronto Ende der 1990er Jahre mehrfach vergrößert. Das Zentrum mit dem Einkaufs- und Bankendistrikt befindet sich in der Nähe des Sees. Die Haupteinkaufsstraße ist die Yonge Street. Toronto ist seit ungefähr den 1970er Jahren, nachdem Montreal über Jahrzehnte hinweg diese Rolle zugefallen war, Kanadas Wirtschaftszentrum und weltweit einer der führenden Finanzplätze. Toronto liegt am Nordwestufer des Ontariosees und ist Teil des Quebec-Windsor-Korridors, des am dichtesten besiedelten Gebiets Kanadas. Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 630 Quadratkilometer und erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung auf 21 und in Ost-West-Richtung auf 43 Kilometern. Die Fläche ist mit etwas größerem von Hamburg 755 Quadratkilometer vergleichbar. Aufgrund der Diversität und in vielen Fällen auch recht ausgeprägten Identität von Torontos zahlreichen Stadtteilen wird die Stadt mitunter als City of Neighborhoods bezeichnet. Bis zu 240 Bezirke hatte das alte Toronto oder Downtown bis 1997. Als es in Metropolregion Toronto eingegliedert wurde. Die Old City ist der am dichtesten besiedelten davon. In ihr befindet sich auch das Geschäfts- und Verwaltungszentrum.
Toronto ist außer im American Football in allen großen nordamerikanischen Sportligen jeweils mit einem Club vertreten. Die Toronto Maple Leafs, ein Verein der National Hockey League, zählen zu den bekanntesten Eishockeyclubs Nordamerikas. Er konnte 13 Mal den Stanley Cup gewinnen und gehört somit zu den erfolgreichsten Eishockeymannschaften des Kontinents. In der Basketballliga NBA spielen die Toronto Raptors als einziges Team außerhalb der Vereinigten Staaten. Wie auch die Maple Leafs tragen die Raptors ihre Spiele im Air Canada Center aus. Die Toronto Blue Jays im Baseball, die einzige Mannschaft der MLB außerhalb der USA, und die Toronto Argonauts Canadian Football spielen im weiterhin sichtbaren und mitten im Zentrum der Stadt befindlichen Rogers Center. Die Meisterschaft der Canadian Football League, der Grey Cup, fand bereits 46 Mal in Toronto statt, zuletzt 2007. Also, Toronto bietet nicht nur kulturell eine Menge für seine Gäste. Auch für die Sportbegeisterten unter uns ist in dieser Stadt immer was los. Und wenn wie heute Abend ein Basketballspiel der Toronto Raptors ansteht, ist in Downtown die Hölle los und die Stadt fiebert dem sportlichen Ereignis entgegen. Höchstes freistehendes Bauwerk des amerikanischen Doppelkontinents, städtebauliche Dominante und Wahrzeichen, ist der 1976 fertiggestellte Canadian National Tower, kurz CN Tower. Von seiner Fertigstellung bis zum Richtfest des Canton Tower im Mai 2009 war er mit 553 Metern der höchste Fernsehturm der Welt. Der Turm zählt mit jährlich rund 2 Millionen Besuchern zu den meistbesuchten Gebäuden Kanadas, wobei er ursprünglich nur für die Funkübertragung geplant worden war. Bis zum 12. September 2007 war der CN Tower auch das höchste freistehende Bauwerk der Erde. Diesen Rang nimmt mittlerweile der Burj Khalifa in Dubai mit 828 Metern ein. Wenn man sich aus Downtown Richtung East End bewegt, kommt man in den Stadtteil Cabbage Town. Hier findet an diesem Wochenende ein großes Familien- und Straßenfest sowie einem Flohmarkt statt. Auch die Nationalsportart American Football wird in Kanada bei jeder Gelegenheit in privaten Mannschaften bis hin zu professionellen Ligen jederzeit und überall gespielt.
Im Roundhouse Park liegt das John Street Roundhouse, ein erhaltener Ringlokschuppen, in dem das Toronto Railway Museum, genannte Eisenbahnmuseum, untergebracht ist, sowie Steam Whistle Brewing und Leons Furniture. Im Park sind mehrere Lokomotiven ausgestellt. Es gibt eine Miniaturparkeisenbahn und den dort wieder aufgebauten Bahnhof Don Station der Canadian Pacific Railway. Der Lokschuppen mit 32 Ständen und einer Drehscheibe von 36,5 Metern Durchmesser wurde 1929 bis 1931 von der Canadian Bridge Company für die Englin Norcross gebaut. Er wurde bis 1986 als Bahnbetriebswerk genutzt. Die Canadian Pacific Railway Company stiftete das Gebäude der Stadt Toronto. Es wurde 1990 unter Denkmalschutz gestellt und in den 1990er Jahren renoviert, wobei das Gelände östlich des Gebäudes 1997 zu einem städtischen Park umgewandelt wurde. Die Toronto Railway Historical Association, TRHA, wurde 2001 gegründet und eröffnete das Toronto Railway Museum am 28. Mai 2010. Es ist in einem Teil des Ringlokschuppens untergebracht und beinhaltet eine Ausstellung von Lokomotiven und Wagen, ein Restaurant, einen originalgroßen Diesellok-Simulator sowie im Außenbereich den dort wieder aufgebauten Bahnhof Don Station. Das Stellwerk Signal Cabin D mit einem Werkzeugschuppen sowie eine Watchman Shanty genannte Streckenpostenbude, einem Wasserturm sowie einem Kühlturm. Auch nachts hat die Stadt ihren besonderen Flair und man meint, sie würde nie schlafen. Am Yonge Dundas Square leuchten hell die Werbetafeln und erzeugen somit eine faszinierende Abendstimmung, genauso wie die vielen kleinen und urigen Pubs. Auch von unserem Chelsea Hotel Toronto hatten wir von der Dachterrasse einen einmaligen Ausblick auf das nächtliche Toronto. Morgen bricht unser letzter Tag in Kanada an, den wir dafür nutzen wollen,
noch einen Ausflug an die Niagarafälle zu unternehmen. Also bis bald, euer Dirk.